Es gibt zwei Möglichkeiten, Stop-Loss und Take-Profit einzustellen. Man kann die Bracket-Orders entweder im Voraus einstellen oder zu der bereits aufgemachten Position hinzufügen. Betrachten wir jetzt die erste Möglichkeit. Klicken wir auf den Bereich mit Bracket-Orders. Im Feld Enabled wählen wir On. Bracket-Orders können in Pips, im Prozent vom Preis und in der Währung des Instrumentes eingestellt werden. Dann tragen wir die Take-Profit- und Stop-Loss-Werte ein. Im ersten Take-Profit bestimmen wir die Größe 15 Pips, das heißt 3 zu 1. Im zweiten 20, das heißt 4 zu 1. Und im dritten 25, das heißt 5 zu 1. Weiter geben wir ein, welcher Teil der Position bei welchem Wert geschlossen sein muss. Tragen wir dann Stop-Loss ein. Trailing Stop. Beim Wert von 10 beginnt Stop-Loss seine Bewegung nach dem Preis, nachdem er 10 Pips vom Einstiegspreis erreicht hat und wird den Preis bis zur Positionsschließung folgen. Trailing Stop Target bestimmt den Startpunkt der Trailing Stop-Bewegung. Wenn wir zum Beispiel die Größe 5 eingeben, endet Trailing Stop seine Bewegung, nachdem er 5 Pips vom Einstiegspreis erreicht. Trailing Stop Start bestimmt den Startpunkt der Trailing Stop-Bewegung. Standardmäßig beginnt Trailing Stop seine Bewegung vom Break-Even-Punkt, das heißt vom Einstiegspreis. Wenn wir aber 2 eingeben, dann beginnt Trailing Stop seine Bewegung nicht vom Break-Even-Punkt, sondern bei plus 2 Pips über den Einstiegspreis. Wenn wir nun bei eingegebenen Einstellungen eine Position eröffnen, bekommen wir Folgendes. Nachdem der Preis 10 Pips erreicht, überspringt Stop-Loss automatisch auf Punkt plus 2 Pips und bewegt sich nach dem Preis, bis er 5 Pips vom Einstiegspreis erreicht. Dann hält er an. Cancel All When storniert alle Orders, wenn No Stop Loss, No Take Profit oder entweder Stop Loss oder Take Profit erreicht wird. Über diese Funktion haben wir ein Video. Da gibt es einige Besonderheiten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Risk Reward. Das ist der durchschnittliche Koeffizient des Risk Profits. Dieses Bracket oder Muster kann man speichern, um dann zum notwendigen Zeitpunkt zu herunterladen. Klicken wir Save, geben wir den Namen ein und speichern wir das Muster. Anders gesagt kann man für verschiedene Instrumente die Bracket Orders im Voraus einstellen und dann im gewünschten Zeitpunkt herunterladen. Nehmen wir an, dass ich schon die eingestellten Muster für S&P mit Stop-Loss in Größe von 5 Pips und mit Stop-Loss in Größe von 12 Pips habe. Wenn wir den Mauszeiger auf die Tasten Buy Market, Sell Market setzen, sehen wir bereits die potenziellen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. Öffnen wir zum Beispiel eine Position. Da sehen wir Stop-Loss und 3 Take-Profits. Die zweite Möglichkeit der Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellung ist Hinzufügen der Bracket-Orders zu den bereits geöffneten Positionen. Wir empfehlen aber, mit im Voraus eingestellten Bracket Orders zu handeln. Öffnen wir ein Trade. Deaktivieren wir zuerst das Bracket Order. Klicken wir auf Add Bracket und stellen auf derselben Weise die Bracket Orders ein oder laden das gespeicherte Muster herunter. Wenn Sie noch Fragen über Bracket Orders Einstellungen haben, bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung.